Hallo guys und welcome to a new video. Heute mal kein Daily Vlog, der kommt morgen. Aber wir interessieren uns heute mal was für was ganz anderes. Ihr seht schon, wenn ich eigentlich das Shirt aufmache. It is Handball-Time und es ist Handball-WM-Time. Let's the game beginning. So, jetzt aber. Jetzt gibt's heute ein paar Fakten und wir starten jetzt. Let's go. Ich musste mir dafür was aufschreiben, aber egal. Die Gastgeber sind zum einen Germany, also Deutschland, und zum einen Dänemark. Oh yeah. Und wir fragen uns die ganz wichtige Frage, wie wird es sein, wenn die Länder aufeinandertreten? Dann gibt es nämlich ein geiles Duell zwischen Morten Olsen von den Recken und Fabian Böhm auch von den Recken und unseren alten, ja ihr wisst schon, Mordesen Kasper. Der nicht mehr bei den Recken spielt, sondern bei FC Barcelona, aber natürlich denken wir auch an unseren Sanchez-Mauspieler aus Dänemark. Die Eröffnung und die Schließung ist zugleich am 10. Januar, also in ein paar Tagen geht es schon wirklich los und ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich richtig wahnsinnig. Und das Endespiel ist am 27.01. Und das Eröffnungsspiel ist in Berlin, also unsere Orte sind sowieso Berlin. München, Berlin, Köln und Hamburg. Und das Eröffnungsspiel ist in der Mercedes-Benz Arena. Die ist so bekannt in Berlin. Da sind ja auch Konzerte und hast nicht gesehen. Und da ist auch das Eröffnungsspiel. Das betrifft Deutschland am meisten. Weil, ja, klar. Deutschland wird, glaube ich, weiß gar nicht mehr, gegen wen spielen. Also die Spiele weiß ich schon. Und die beiden Halbfinalisten, also Halbfinalspiele, sind in der geilsten Arena überhaupt, die ich überhaupt kenne, in der Barclaycard Arena. Und wer schon mal da war, auch beim Rewe Final Four, ist man immer in der Barclaycard Arena, so wie im Halbfinale, auch als im Finale. Nur diesmal nur in den beiden Halbfinale. Und das sind auch die einzigen Spiele in der Barclaycard Arena. Hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, irgendwie hätte ich da mehr Spiele erwartet. So, jetzt kommen wir mal zu den Gruppen. Und zwar darf Deutschland gleich auch noch gegen Frankreich, Russland, wir selber sind in unserer Gruppe A, Serbien, Brasilien und Korea spielen. Gruppe B belegt Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain und Japan. Da bin ich mehr ausgespannt, weil Norwegen und Dänemark, wenn die aufeinandertreffen, Leute, ihr wisst warum, ne? Ja, Hannover Burgdorf weiß warum. Weil nämlich unser guter Freund Joachim Hekers damit spielt. Mhm. Und der trifft dann auch wohl auf Mordesen und auf Olsen. Nein, Quatsch. Natürlich, glaube ich, es freut sich jede Nation mitzuspielen und es freut sich auch die Nationalität gegen die andere Nationalität zu spielen. Ich finde es auch cool, dass die auch gegeneinander spielen. Ich finde es cool, dass wir so geile Gastgeber haben, dass wir Heimvorteil haben, so wie auch Dänemark. Übrigens, Dänemark ist in zwei Gruppen dabei, also in zwei Orten nur. Und zwar einmal in Kopenhagen und einmal in Herring. Ich weiß nur, die Arena von Kopenhagen, und das ist die Royale Arena, Worlds Arena in Kopenhagen. Die Gruppe D ist Schweden, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten und Angola. Und wir haben diesmal seit 2013 ein deutsches Fernsehprogramm, das die WM uns überträgt. Das heißt, wenn Leute nicht an den Orten dabei sein könnten oder an den Spielen nicht dabei sein können, ermöglicht uns das ZDF und das ARD für uns. Dankeschön dafür, für diese beiden Fernsehprogramme, die das uns ermöglichen. Auch noch Eurosport und Sport Deutschland TV. Das wird so sein. Ich bin ganz gespannt. Und natürlich jetzt auch noch meine Favoriten. Ihr könnt ja mal eure Favoriten unten in die Kommentare schreiben. Für wen seid ihr? Und die Lieblingsspieler. Also bei mir ist es ja auch ganz unterschiedlich. Ich habe ja vorhin auch gesagt, das ist ja aus Norwegen, Joachim Hekers.
aus Dänemark. Martin Olsen und Kasper Mortensen, Kasper Ulrich Mortensen. Ja, ich kann sogar die Namen ganz aussprechen. Wir haben von den Recken leider nur einen deutschen Spieler dabei. Und das ist Fabian Böhm. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast in den Kater. Ich hätte mir eigentlich auch Kai Häfner gewünscht. Aber okay, ein Reckenspieler muss ja auch nur ausreichen. Aber es gibt ja auch ganz andere Spieler wie Uwe Gensheimer, Andreas Wulff von THW Kiel. Jetzt aber noch dennoch zu meinen Favoriten und dann würde ich auch sagen, beenden wir das Video erstmal. Weil das sind ja so ein paar Facts jetzt erstmal zur WM. Natürlich auch den offiziellen WM-Song, den dürfen wir ja nicht vergessen. Das ist ja Standout von Dominik Klein. Den hört ihr jetzt gerade die ganze Zeit im Hintergrund. Einige Leute ist das wohl aufgefallen. Ja, meine Favoriten sind zum einen unsere Gastgeber Dänemark und Deutschland und Dänemark, weil ich bin ja für Deutschland. Norwegen ist stark, Spanien ist stark, Frankreich auch. Das Übliche eigentlich immer. Aber ich bin immer offen für die Leute, die es eigentlich wirklich am meisten verdient haben. Also wirklich unsere Heimleute, unser Land, wie auch Dänemark, die haben einen Heimvorteil und das kann echt eine tolle Saison werden. Ich bin jetzt aber auch dann gespannt auf die Handball, DHB, Pokalspiele und so weiter und so fort, weil das ist einfach so geil in der Barclaycard Arena. Ich kann leider diesmal nicht dabei sein, ich wär's gerne. Und die Recken sind auch wieder dabei. Erstmal Glückwunsch, habt ihr Jungs. Ihr habt so viel verdient. Und auch wenn es im Moment nicht in der Bundesliga so läuft, wie man es denkt. Aber trotzdem toll, toll, toll. Und das war's mit der ersten Analyse. Wir sehen uns dann, wenn die Spiele losgehen und euch dazu Analysen mache, auch wie es immer ausgegangen ist, wie es in der Gruppenphase so steht. Das seht ihr dann. Tschüss!